Moin Leute, und heute zeige ich euch einen richtig heftigen und mega leichten Giftcast zu Friends Glitch. Und das Besondere an diesem Glitch ist einfach, der war eigentlich mal gepatcht, Leute. Rockstar Games hat da wohl wieder einen Praktikanten an den Glitch gelassen und jetzt funktioniert er wieder. Richtig geile Sache. Auch wenn wir die Video anfangen, würde ich jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr solche krassen Videos. Und am Ende des Videos, Leute, werde ich euch noch ein paar kleine Tipps bzw. Sachen zu diesem Glitch sagen, die eventuell euch interessieren könnten. Aber ich würde mal sagen, was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht für diesen Glitch einen Nachtclub inklusive Terabyte inklusive Oppressor MK2. Außerdem braucht ihr noch einen Bunker inklusive MOC. Im MOC im dritten Teil braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr ein Auto, was ihr verlieren könnt, was ihr aber gekauft habt. Also sprich einen kostenlosen LG. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch einen Freund, der natürlich optimalerweise auch das Fahrzeug hat, was ihr gerne haben möchtet. Und optimalerweise habt ihr auch noch einen anderen Zielmodus. Mein Tipp, nimmt freies Ziel. Den Zielmodus könnt ihr im Story-Modus oder im Editor ändern. Wenn ihr das Ganze habt, können wir auch schon direkt loslegen. Als erstes, Leute, seid ihr in irgendeiner GTA Online-Sitzung. Aber ganz wichtig, Leute, ihr dürft nicht in der gleichen Sitzung sein wie euer Freund. Denn ihr müsst jetzt mit dem Mechaniker euer Oppressor MK2 zu euch bestellen und dann gleich zu eurem Nachtclub fahren. Denn wir stehen jetzt vor der Nachtclub-Garage. Wir müssen jetzt als nächstes unserem Freund beitreten. Sprich, wir gehen ins PSN-Menü, suchen unseren Freund raus und treten den bei. Die Meldung, die in GTA erscheinen wird, die lehnen wir ab, Leute. Das ist ganz wichtig, dass wir die jetzt ablehnen. Dadurch ist die Meldung jetzt vorgeladen. Und wenn die Meldung jetzt vorgeladen ist, fahren wir jetzt so gesehen in unsere Garage rein. Sprich, wir wählen jetzt die Terabyte-Garage aus. Und sobald wir die Terabyte-Garage ausgewählt haben, drückt ihr die doppelte PlayStation-Taste und tritt eurem Freund bei. Seid eurem Freund beigetreten, müsst ihr die Meldung, die ihr in GTA erscheint, natürlich auch mit X bestätigen. Habt ihr das Ganze gemacht, werdet ihr auch einen kleinen verbuggten, aber nur ganz kurzen verbuggten Ladescreen sehen. Habt ihr das gesehen, wisst ihr schon, ja, der Modus hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Seid ihr jetzt in der Sitzung vor eurem Freund angekommen, müsst ihr jetzt zu dieser Stelle fahren. Denn an dieser Stelle glitschen wir. Und nein, Leute, es geht nicht woanders, es muss an dieser Stelle sein. Gut, seid ihr an der Stelle, könnt ihr es auch im MOC anfordern übers Interaktionsmenü. Habt euer MOC angefordert, müsst jetzt auch euren LG aus eurem MOC anfordern. Und Leute, das ist ganz wichtig, dass ihr auch euren LG übers Interaktionsmenü anfordert und nicht zu Fuß rausholt. Denn durch den Modus, den ihr drin seid, könnt ihr den LG jetzt natürlich nicht rausholen. Habt ihr euren LG übers Interaktionsmenü bestellt, könnt ihr eurem Freund sagen, ey yo, du kannst jetzt einsteigen. Euer Freund steigt jetzt ein. Wenn euer Freund eingestiegen ist, geht ihr jetzt aufs Handy, geht auf Kontakte, wählt sich irgendein Kontakt aus und geht auf Nachricht schreiben, so dass das Textfeld sich öffnet. Und wenn sich das Textfeld geöffnet hat, kann euer Freund euch Bescheid sagen, ey yo, ich habe das Textfeld geöffnet, dann können wir jetzt weitermachen. Denn wir fahren jetzt mit unserem LG zu unserem MOC und drücken jetzt die rechte Pfeiltaste, dass wir reinfahren. Und ihr werdet merken, Leute, dass ihr gefreezed seid, ihr könnt euch nicht mehr bewegen. Und das Ganze dauert so lange, bis euer Freund rausgekickt wird. Wurde euer Freund rausgekickt, fahrt jetzt ein paar Meter zurück. Seid ihr jetzt ein paar Meter zurückgefahren und seid ausgestiegen und seht den blauen Kreis, dann muss sich jetzt euer Freund gegen euer MOC lehnen oder beziehungsweise einfach da in der Nähe stellen, wie jetzt hier bei mir. Denn ihr geht jetzt zu Fuß zu eurem MOC und geht jetzt auf alleine beitreten. Seid ihr auf alleine beitreten gegangen, werdet ihr einen endlosen Ladescreen bekommen. Das erkennt ihr auch dadurch, dass ihr unten rechts eine weiße Ladeschnecke hat, aber ohne dass da steht Ladevorgang. Denn jetzt müssen wir jemanden suchen, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir gehen jetzt auf irgendeine Community oder Freundesliste und schauen mal, wer GTA spielt. Denn wir müssen jetzt testen, ob du einen anderen Zielmodus hast. Das bedeutet, wir treten den jetzt bei. Die erste Meldung, die sich in GTA laden wird, ist ja die Meldung, ob ihr sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Hier drückt ihr gar nichts, Leute. Das ist wirklich wichtig, dass ihr nichts drückt. Denn jetzt geht ihr wieder in eure Freundes- oder Community-Liste und tritt den nochmal bei. Und wenn ihr jetzt einen anderen Zielmodus habt, müsste sich bei euch die Meldung in GTA geändert haben. Denn jetzt sollte bei euch stehen, ob ihr euch sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet. Kommt diese Meldung nicht, hatte besagte Spieler den gleichen Zielmodus wie ihr und ist unbrauchbar für diesen Glitch. Das bedeutet, ihr müsst jemanden anderen suchen. Aber in meinem Fall hat es gepasst. Sprich, ihr drückt jetzt hier Kreis, Leute. Ihr müsst jetzt hier Kreis drücken und bumm, ihr seid jetzt unsichtbar gespawnt. Und jetzt, Leute, müsst ihr zum Fahrzeug rennen, was ihr haben möchtet, was euer Freund netterweise dahingestellt habt. Sobald ihr eingestiegen seid, boom, das Fahrzeug gehört euch. Und so leicht war der Glitch auch noch, Leute. So mega, mega easy.
Und so könnt ihr alle Fahrzeuge haben, die ihr haben möchtet. Und so, Leute, bekommt ihr buchstäblich jedes Fahrzeug kostenlos. Wie geil ist das denn? Und wenn euch dieser kleine Glitch gefallen hat, würde ich mich immer noch freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und Leute, abonniert mich, ihr seht auch, dass es funktioniert. Aber Leute, ich habe am Anfang des Videos gesagt, dass ich hier euch noch ein paar kleine Tipps gebe rund um den Glitch. Denn ihr könnt mit diesem Glitch zwar alle Fahrzeuge bekommen, die ihr haben möchtet, auch Spezialfahrzeuge etc., aber ich würde euch davon abraten. Denn bei den Spezialfahrzeugen müsst ihr eigentlich noch ein paar Schritte mehr machen. Wenn ihr die nicht tut, kriegt ihr kaputte Garagenstellplätze. Deswegen glitcht euch einfach normale Fahrzeuge, die ihr auch in der Garage haben dürft. Aber gut, Leute, das war das Wort zum Sonntag. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Like da. Aber ich muss sagen, ich bin mal raus, Leute. Euer Bombert. Ciao.